So, wir können reinspringen. Und, ja, also muss ich mir ja gleich nochmal genau angucken, die Talkshow. Vielleicht kann der Lambo auch, falls er zuguckt gerade, also zufällig, mir mal schreiben, ob das über Legacy of the Void geht, etc. So. Naja, auf jeden Fall links unten gespawnt. Der rote Terraner Apocalypse liegt hier mit 0 zu 1 zurück und spielt Gas First. Während links oben gespawnt ist ebenfalls Gas. Warte mal, das war kein Gas First, oder? Ne, das war kein Gas First. Und das auf der anderen Seite war aber ein Gas First. Und links oben der gelbe Terraner Soul. Bei mir ist Naruto laut genug. Ja. Ihr könntet mal ein Bild von der Regie machen. Ja. Vom Patrick oder von der Regie an sich? Ich glaube, die Regie ist, das ist auf jeden Fall der unaufgeräumteste Raum aller Zeiten. Habe ich recht oder habe ich recht? Sowas von, ich glaube, ich war sogar nochmal unordentlich. Obwohl die Regie, nee, die Regie ist einfach, die ist der Hammer. Und naja, wir sehen auf jeden Fall, dass der First Scout von Apocalypse wieder da ist. Also damit hat er auf jeden Fall Glück, dass er da mit dem First Scout immer kommt. Spielt die Reaper Fast Expansion gegen Gas First, also da werden wir gleich direkt die Factory sehen. Zack, da kommt auch schon die Factory. Also sein SCV wird den Fight verlieren, wenn er nicht wegzieht. Ja, macht er jetzt aber auch. Und ja, wird einfach den nächsten SCV schicken dort. Sowas, das nervt immer richtig hart, wenn da schon ein scheiß SCV kommt und dich angreift. Oder eine Probe oder eine Drohne und du denkst hier nur so, lass mich scheiß nochmal in Ruhe hier. Ich hab dir nichts getan. Und tja, das nervt immer richtig. Alles Teamleistung, aber ein fettes Grinsen im Gesicht der Naruto. Komm schon, du genießt den Hype. Ja, natürlich genieße ich auch den Hype, aber ist trotzdem Take-TV. Und wie gesagt, ohne Team geht das halt alles auch nicht. Und wie gesagt, der Dennis, der hat auch ja, super, super viel gearbeitet. Sprich, der hat sich den Urlaub auch mal verdient. Aber ich bin mir sicher, dass wenn er wieder da ist, dann hat er wieder Energie getankt, um locker den Rest der 200 Tage richtig, richtig hart mit durchzuziehen. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, Heroes wird von der Couch gecastet. Ich habe gesagt, ich mache heute den Go vor. Ihr macht Road to BlizzCon. Gerd und Nomi mit einem Dreiercast. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn die dann auf der Couch sind. Also hier ging auch kein Dreiercast. Sprich, das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Und der Go4 geht auch meistens nicht so lange. Road to BlizzCon geht ein bisschen länger. Das ist also allgemein schöner für die Allgemeinheit. Sprich, daher caste ich heute aus dem Studio 2. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und da kommt ein zweiter Reaper. Hallo. Okay, der kommt weg. Ja, weil ja ein Alien wird gebaut. Ein Alien, ein Reaper. Schon der zweite Alien dann. Der, weil auf der anderen Seite kommt auch die Factory. Ja, das Command Center schon im Bau. Auf der anderen Seite kommt das auch. Ja, wenn der Soul hier 2-0 machen kann, wäre das auf jeden Fall sick, fände ich. Also ich meine, Apocalypse ist jetzt nicht Maru, ist auch kein Cure, aber Apocalypse ist auf jeden Fall kein komplett schlechter Spieler. Also Apocalypse kann durchaus auch mal punkten. Ich würde sagen, also Hart ist ja schon so einer der Kori-Terraner, wo man sagt, der ist halt mal Top-Notch, also manchmal im TVT ist er ein Monster und manchmal ist er halt ein richtig harter Ausfall im Gameplay, meiner Ansicht nach. Und ja, Apocalypse ist, glaube ich, noch overall ein bisschen schlechter als Hart. Und also wenn Hart ein gutes Game hat, ist ja unendlich. Also wenn beide ein gutes Game haben, gewinnt Hart. Wenn beide ein schlechtes Game haben, gewinnt Hart. Wenn beide so ihren Standard spielen, glaube ich, dann kann Apocalypse da, glaube ich, sogar. Oder wenn Apocalypse ein gutes Spiel hat und Hart nur ein Standard spielt, dann kann Apocalypse auch gewinnen. Also locker sogar, weil Apocalypse ist im TVT auch relativ gut. Eigentlich relativ gut, aber hier hat man gerade gesehen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Mac ihm einfach nicht liegt oder was genau da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall hat ihn Soul da richtig hart zerlegt. Aber vielleicht ist Soul ja auch der neue Innovation. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall Helion Cloak Banshee. Auch hier wird es Mac geben, denke ich. Und ich denke, auf der anderen Seite, ich tendiere eigentlich eher zu Bio. Denn, ja, hier steht ein Tech Lab vorgebaut. Er hat einen Viking gebaut. Und er baut auch einen Turret. Also, ich würde tatsächlich einfach zu Bio tendieren. Aber er stellt tatsächlich die Factory, den Starport ans Tech Lab. Fahr-Hellion. So, sind die eigentlich gleich schnell? Ne, der Hellion ist ein bisschen schneller. Aber er chased ihn nicht weiter. Der Wald steht hinten natürlich im Bunker, sprich, da kann man auch nichts machen. Warum sitzen die Hotz-Leute auf der StarCraft-Couch? Wie gesagt, die machen Road to BlizzCon und einen Dreier-Cast. Hier kann man nur einen Zweier-Cast machen. Insofern habe ich meinen Couchplatz heute freiwillig geräumt. Und ja, wie ihr seht, da kommt die Banshee jetzt rüber. Stehen aber links Turrets da. Also wie gesagt, ein Turret hier, ein Turret hier. Normalerweise baut man auch noch einen Turret in die Production. Da steht aber schon ein Viking. Plus der Raven wird gebaut, da kam jetzt nochmal ein Scan. Okay, sieht die Cloak Banshee, sieht, dass Mac gespielt wird, weiß also bestens Bescheid. Auch hier gibt's Mac gegen Mac. Bei beiden stehen die Command Center, also die Echsen, beide haben noch kein Gas genommen. Also sehr, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Na, Naruto, deine Küche ist schlimmer, wird da gerade gesagt.
Mann, ist das dein Ernst? Oh, kein Scan. Und vor allem... Ja, den Raven wollte ich auch gerade sagen. Also, den Raven kann er da auf jeden Fall benutzen. Und ja, vielleicht hätte er da vorbeifahren müssen. Ich glaube, wenn er hier komplett außen vorbeigefahren wäre, mit der Banshee direkt, das hätte, glaube ich, geschallert in der Birne. Aber so ist nicht so erfolgreich geworden. Drittes Command Center kommt auch hier wieder bei beiden. Das wären immer noch mehr Hellions. Also, scheinbar will er da wirklich hart auf Hellions committen. Das Problem dabei ist, oh mein Gott, er hat nur einen Panzer gebaut. Oh, warum baut er keinen zweiten Panzer? Wenn er tatsächlich einfach mass committed wird auf irgendwie 20 Hellions, dann kann das auf jeden Fall böse enden. Und ganz ehrlich muss ich sagen, der Raven, ja, der muss jetzt eigentlich immer in der Nähe bleiben. Wenn der Panzer nämlich gesniped wird und da kommen wirklich 20 Hellions, dann weinst du. Dann weinst du richtig, richtig, richtig hart. Aber die eine Banshee hat er wohl bekommen, oder? Boah, also, die ist richtig weit hinterher geflogen, glaube ich. So, allgemein schöner für die Allgemeinheit, wird da gerade gesagt. Warum die Road to Blizzcon nicht schon gestern? Ja, heute aber auch nochmal. Ich weiß auch nicht genau, ich verfolge ja Heroes nicht. Boah, Blue Flame nicht fertig und in den Panzer reinfahren. Da sieht man schon, boah, ich finde das so geil, wenn das einfach so liegen bleiben würde, ja? Das wäre richtig, richtig cool. Leider ist das nicht so. Nun gut, wir sehen jetzt nochmal eine weitere Factory. Der Starport kommt auch an den Reaktor, damit kann er gleich auch anfangen, Vikings zu bauen. Und dann wird er vermutlich ja, so eine dritte Base nehmen, nochmal zwei weitere Factories adden, damit er auf 5 Factories hochgeht. Was ich immer ganz interessant finde, dass also Factory-Einheits bauen ja ein bisschen länger, aber dass du 5 Factories oder 5 Barracks spielen kannst. Und beides, also du kannst nicht weniger Factories versorgen, weil die Einheiten sind ja grundsätzlich ein bisschen teurer da. 100 für den Hellion, der Panzer noch ein bisschen teurer und ein Tor, dann 300, 200, sprich grundsätzlich ein bisschen teurer, aber die bauen natürlich länger, deswegen kann man das, ja, kann man das halt so sagen, okay, du kannst halt die Barracks auch nur, in Anführungszeichen, nur 5 Stück versorgen, weil du die ganze Zeit mehr Einheiten baust. So, also Minerals spent per Minute oder so, wäre dann ungefähr das gleiche. Und beim Mech ist natürlich Gas der limitierende Faktor, also du kannst nicht die ganze Zeit Tors durchbauen oder meistens kannst du es nicht, wenn du natürlich richtig gute Eco hast, kannst du vielleicht auch die ganze Zeit Tors durchbauen, aber im Grundsatz hast du eigentlich immer wenig Gas, viele Mineralien und das werden wir auf dem Verlauf des Spiels auch wieder sehen, dann baust du halt Turrets oder weitere Command Center, ein paar mehr Depots zum Beispiel würde auch gehen, also wenn du sagst, du brauchst eine Wall, also ich meine 1, 2, 3, 4, 5 Supply Depots mehr haben, ist jetzt auch nicht verkehrt, also das kann man durchaus machen. Da kommt eine Seeker-Messer, 2 Stück auf den Panzer. Zack, damit ist er zu Staub radiert. Und das war Energie gegen eine Einheit. Sprich, das sollte man immer tauschen. Derweil die dritte Base steht bei beiden mit dem Orbital. Beide haben auch das Gas. Oh, beide haben das Gas schon genommen, wollte ich sagen. Aber Apocalypse hat sein Gas noch nicht genommen. Und da sehen wir schon hier zum Beispiel 400 Mineralien. Nur 100 Gas. So, er kann die Mineralien halt nicht wirklich ausgeben. Also klar, kann er Turrets bauen. Kann weiteres Command Center bauen. Er kann Hellions oder Hellbats bauen. Oder natürlich Depots, aber... Hat er überhaupt ein Ebay gebaut? Der hat überhaupt kein Ebay gebaut. Das könnte er definitiv mal machen, weil Turrets sind eigentlich unumgänglich. Wenn es nur später gegen Hellbat-Drops ist, oder gegen Alien-Drops, völlig egal, oder Banshees etc. Naja, wir sehen schon, ja, da kommt schon der erste Alien-Run bei. Der will er außen rumfahren, oder? Der guckt erstmal hier und fährt dann vermutlich hier lang, aber da warten auch schon Aliens. Sprich, da wird er auch nicht so viel machen können. Hier ist sogar ein Spotting-Depot. Und der erste Hellbat-Drop ist unterwegs. Aber ein Ebay soll er sich definitiv gönnen. Und wenn er hier, weiß nicht, 2 Ebays baut mit einem Depot oder so und hier noch ein Depot zum Wallen. Ja, und jetzt sieht man mittlerweile auch 700 Mineralien, 100 Gas. Boah, die haben richtig ins Gesicht bekommen, die Aliens. Die haben richtig ins Gesicht bekommen. Ja, Map Control hat er mit seinen Aliens auch eigentlich relativ gute. Ja, der Cooling Tower wird zerstört. Ja, sowas kann man eigentlich immer empfehlen. Den Cooling Tower rausnehmen ist ein guter Move. Da sollte man gucken, oh, jetzt hat hier ein Helmet drop und hier ein Helmet drop. Aua, aua. Ja, die Reaktion war nicht so hundertprozentig crisp, also war nicht direkt da. Und jetzt geht's auch noch auf den Turret, derweil, oh mein Gott, Hellion Run by. Boah, da hat, die Worker wurden da vernichtet, 27 Worker mit einem Attack. Ja, das ist ganz ordentlich, würde ich so behaupten. Aber das war wieder wirklich sehr, 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 sehr ordentlich. Ja, und ihr seht schon, die 3 Factories, die bauen einfach konsequent weitere Einheiten. Da sind auch noch 2 weitere Factories unten geaddet worden. So, und jetzt kommt der Apocalypse rüber. Der hat ein Army Supply, das ist ein größeres Army Supply. Und hier ist nicht alles gesehen. Will er da wirklich raus? Wollte ich gerade sagen. Ich bin mir nicht so sicher, ob er da entgegenfahren will. 8 Vikings. Also, es sind weniger Vikings auf seiner Seite. Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob er da was machen kann. Weil die Air Control verliert er auf jeden Fall. Vor allem, weil da sind auch noch Marines dabei. Und das war also, das war tatsächlich kein gutes Decision-Making hier von ihm gerade. Hat wie gesagt auch kein Ebay, sprich, du kannst hier auch keine Turrets bauen jetzt.
Oh, zu nah gesieged. Boah, man nimmt tatsächlich sogar Panzer raus, weil die Hellbets dafür buff waren. Oh, save den Panzer. Den Panzer kann man nicht mehr retten, den kann man auch nicht mehr retten. So, Air Control scheint aber wieder zu haben. Also ich weiß nicht genau, wie Apocalypse das hinbekommen hat, aber er hat auf jeden Fall seine Vikings alle verloren. Und ja, die 6. Factory und das nächste Command Center auch fertig. Oh, Junge, bau ein Engineering Bay. Was ist denn da? Ah, er hat ein Engineering Bay. Bau E-Base. Sorry. Bau Turrets. Junge, Junge, Junge. Ja, der Panzer steckt leider fest. Also, hätte nach oben weg rallyen müssen. So fährt er immer dagegen. Besser mal, kann er da nicht durch? No, das ist der Defense-Panzer. Tut mir leid. Planetary Panzer, Freunde. Jetzt neu in der UI-Figur. Und ja, man sieht gerade die... Oh mein Gott, die Aliens, die machen richtig... Oh mein Gott, die ganze Eco-Line. Da sind auch jetzt 21 Worker gefallen. 21 Worker, damit... boah. Worker-Count 46 gegen 51. Der nächste Push, ja, da gehen das viele Commander, da kannst du dann nichts machen. Das hebt einfach ab, du hast keine Vikings mehr. Er selber, er baut seins erst. Insofern würde ich sagen... ja, ich würde sagen... Boah, das ist natürlich schön. Boah, das ist nicht... Nur für Soul nicht schön. Sehr, sehr, sehr gut. Schön reingeschossen hier mit den Panzern. Mit einem Scan. Ja, ich würde rüber. Ja, ich würde rüberlaufen. Gute Idee. Weil super viel Army Supply ist ja committed. Das sind 4 Panzer, einige Marines und noch Hellbats plus ein Reaper. Also das Army Supply, wo er eh schon weniger hat. Davon sind allein schon hier 5, 6 Army Supply, 5 Marines und ein Reaper. Und wenn er jetzt rüberkommt, oh, das sind aber schon 6, 7 Panzer gleich defensiv. Und ich weiß gar nicht, wie viel Offensiv er hat. Er hat auch nur 7 Panzer offensiv. Mit 9 Panzer, mit Vikings dazu. Kann man vielleicht was machen? Natürlich die Frage. Ich würde vielleicht die Air Control holen und dann drauf landen. Hätte. Oh, ich glaube. Ich weiß nicht, ob das so das Wahre ist jetzt hier. Also klar, Air Control haben. Und er kann hier reinschießen. Derweil verliert aber seine eigene 3. Base. Und ich weiß nicht, ob das Commitment da vielleicht ein bisschen zu hart war. Derweil, was baut er nach? Er baut auf jeden Fall immer noch ordentlich Panzer nach 3 Stück. Sollte auch seine Mineralien nochmal ausgehen. Und er geht da tatsächlich direkt drauf. Oh. Nee, das wird nichts, oder? 2 Panzer noch. Ja, die kann er nochmal rausnehmen. Aber er hat kein Viking mehr, nichts mehr. Vielleicht wenn er eine Banshee oder sonstiges kommen sollte, dann hat sich das sowieso erledigt. Ja gut, jetzt hast du da 4 Panzer, mit denen du nichts machen kannst. Und da kommt auch das GG von Soul. Und damit 1:1 von den beiden. Schaut euch mal Innovation gegen Soul an. In Aligulak. Ja, ich glaube, das wird ziemlich unausgeglichen sein, wenn ich da ehrlich bin.